Wer böse Dinge tut, kommt gerne mal in den Knast. Wer böse Dinge tun soll, wird manchmal auch belobigt. Und das ist nämlich unsere Aufgabe hier bei Dungeon of Nahalböck. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Hier bei Alles furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Ja, wir haben noch zwei Aufgaben vor uns. Das eine ist, dass wir einmal noch ins Gefängnis gehen müssen und da unseren Kollegen, unseren Taschenzwerg, ja, keine Ahnung, umbringen sollen oder sowas. Aber wir sollen auch noch eine Axt stehlen. Also jede Menge böser Dinge. Und das werden wir jetzt mal in Angriff nehmen. Mal sehen, was wir tun können, müssen, sollen, dürfen. Es wird sich entscheiden. Zwergenhallen sind nicht besonders groß. Findest du nicht, dass wir deine Magie in unsere Strategien integriert haben? Ich muss zugeben, es ist schon besser geworden. Du bist ein guter Anführer. Oder ihr beide schleimt euch bloß gegenseitig ein. Wie komme ich denn da jetzt an die Axt dran? Und es wäre ja auch die zweite Chance, dass wir mit dem Zwerg die Axt einfach behalten könnten. Hier. Ah, Moment mal, das ist. Ah, ja, ja. Genau, beim ersten Mal hatten wir gar nicht die Möglichkeit. Und ich meine, da ist Dwalin als Name drin. Die muss gut sein, die Axt. Das geht ja gar nicht anders. Außerdem borgen wir sie uns nur auf Lebenszeit aus. Oh Mist, eine Falle. Ah, natürlich. Wieso ist so ein blöder Ofen eine Falle? Mit etwas Glück finden wir da drin vielleicht etwas Magisches. Ui. Ich sehe da ganz andere tolle Dinge auch. Erstmal nehmen wir das hier mit. Die Axt, die ist fantastisch. Verflixt, ich bin gar nicht sicher, dass wir sie dem schmierigen Zwerg aushändigen sollten. Nichts kommt an ihren Wert ran. Sie muss außerordentlich effektiv sein, wenn du sie nicht verkaufen willst. Der Wert dieser Axt geht über Effizienz hinaus. Sie ist kunstgewordener Stahl. Das kann nur ein Zwerg verstehen. Dein Verhalten ist ja fast rührend. Ach, krepier doch mit deinen schimmeligen Büchern. Andererseits, sollt ihr einen Haufen Gold geben, wäre reizend. Ich sag ja, fast rührend. Und da packt er sie ein. Oh, Moment mal, da ist eine Tür nicht öffnen. Ich will wissen, was die macht. Ich speichere auch mal vorher. Hängen wir nicht weiter hier rum. Wenn wir durch die kleine Tür gehen, stoßen wir nicht auf den Schmied. Hängen wir nicht weiter hier rum. Oh, das geht gar nicht. Schade. Vor allem, weil das so schön nicht öffnen steht. Das hätte jetzt auch durchaus ein kleiner Spaß werden können. So, jetzt nachdem ich ja die Falle ausgelöst habe, muss ich mich, glaube ich, einfach nochmal heilen. Und das kann man in der Taverne tun und da kann man ja sowieso auch die Axt gleich abgeben. Verknüpfen wir das Nützliche mit dem Notwendigen. Erstmal heilen. So. Jetzt ist die Frage, behalten wir die oder nehmen wir das Gold? Gold habe ich eigentlich genug. Habt ihr sie? Perfekt! Möchtet ihr die Axt zurückgeben? Die Truppe behält die Axt. Also eigentlich, nein, diese Axt kann nicht... Ach, was soll's, sie ist fantastisch und sie gehört mir. Ach, ich bin enttäuscht. PP, persönliches Pech. Das wird meinen Auftraggebern gar nicht gefallen. Euch erwarten ernsthafte Konsequenzen. Droht ihr uns etwa gerade? Wir lassen dich an deinen Socken ersticken. Ich verstehe. Ich gehe. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir sehen uns wieder. Sollte es eine Fortsetzung zu diesem Spiel geben. Schon klar, Kumpel. Ich behalte deine Worte ganz warm dort, wo die Sonne nicht hinkommt. Ich hab meine Axt. Klasse! Da bin ich ja mal gespannt, ob es da nochmal Konsequenzen geben wird. Aber jetzt will ich dann natürlich schon wissen, was die Axt kann. Mal gucken. Okay, ist alles fertig. Aktualisieren wir mal die Karte. So, wir haben ja auch ein bisschen Gegenstände bekommen. Ich glaube... Oh Gott, ich sehe jetzt schon wieder, wir sollten unbedingt das Inventar ausräumen. Oh mein Gott. Ist das die Axt? Die ist ja... gar nicht mal so gut. Durandil-Axt der harten Verhandlung. Die ist ja schlechter wie das, was ich schon hab. Dann hätte ich ja doch das Gold nehmen können. Naja gut, ich kann sie ja verkaufen. Ist ja dann auch wieder Gold. So, die die Armbrust. Ich glaube, wir haben zweimal dieselbe Arm.
Aber das hier ist mal wieder deutlich besser, als was wir schon haben. Jetzt haben wir schon mit einer Suppenschüssel zu. Suppenkelle. Was haben wir denn sonst noch bekommen? Großer Langbogen der Promille. Ich glaube, den haben wir schon eingetauscht. Oder 27,35. Wobei die jetzige hat Trefferchance. Und ich bin ein Fan von Trefferchance. Genau, was haben wir denn sonst? Großer Hammer. Das war auch gerade, was wir abgelegt haben. Verzierter Bogen. Ne, da haben wir auch Besseres. Gürtel der Berge, der Schädel. Habe ich irgendetwas, um schnell Notizen zu machen? Ah, das ist mein Beutel. 8 Schutz? Ja, das ist deutlich besser. Jawohl, das wird super. Und haben wir denn noch irgendwas anderes bekommen? Nee, das nicht. Kapuze? Nee, das haben wir auch nicht. Und das habe ich auch ausgetauscht. Nee, ist tatsächlich alles. Alles so, wie es sein soll. Und dann müssen wir mal ganz zwingend, ganz schnell verkaufen. Das geht momentan ultra schnell. Dieser bescheuerte Hammer allein hat ja schon wieder 14,5 Gewicht. Es ist ja kein Wunder, dass man hier da einfach ultra schnell sein Zeug hier voll bekommt. Über ein neues Durand-Eel. Nicht mal großartig teuer. Wiegt aber halt wieder was, ne? Weiß nicht, ob ich die schon verkaufen soll. Das wäre ja schon ein bisschen... Wäre irgendwie schon ein bisschen fies, ne? Erst behalten und dann einfach direkt wieder weggeben. Ja komm, wieso? Ich... Weiß ich nicht, ich... Ja. Ich behalte sie mal für einen Moment. Wir hatten ja noch ein bisschen Müll, was wir noch wegtun können. Das auch. Momentan bin ich ja wirklich gefühlt alle 2 Folgen dabei, einfach mal das Inventar leer zu räumen. Das war zu Beginn des Spiels noch nicht ganz so schlimm. Da hat es schon durchaus, also bis vor 3 Folgen oder so. Was machen die Depp-Drops? Charisma minus 4, aber Schaden 10. Oh, das ist nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir ungefähr wieder 100 Gewicht. 3? Ich denke, das sollte reichen. Dann können wir damit jetzt erstmal ins Gefängnis gehen. Da verflixt noch eins, ey. Jetzt hätte mich aber schon ganz interessiert, wie viel Gold man da jetzt hätte bekommen können für die Axt. Also statt, wenn man die statt die Axt genommen hätte. Halt! Ihr könnt da nicht rein! Wir haben die Schlüssel und einen Passierschein, mein guter Mann. Und woher habt ihr die? Na? Der König hat sie uns gegeben, damit wir reingehen und Brastok erniedrigen können. Ich habe noch ein paar Depp-Drops. Ah, oh, ich verstehe. Tretet ihm für mich ein paar Zähne ein, ja? Haben wir da eine Wahl, oder ist es jetzt so wirklich... Da, das ist unser Mann. Verräter, Dreckskerle, Obenseiter. Ey, pass auf, was du sagst, du Höhlenschwein. Der König schickt uns zu ihnen mit einem grauenvollen Auftrag. Dieser miese Abschaum denkt doch bloß an seinen eigenen Ruhm und Reichtum. Das Volk ist ihm egal. Er sagt etwas anderes. Er sagt, sie wären derjenige, dem sein Ehrgeiz über alles geht. Wegen seiner Gier mussten wir tief unten nach Edelsteinen und Gold graben. Es ist seine Schuld, dass die Trogilorgs uns angreifen, denn wir sind auf eine ihrer Höhlen gestoßen. Ach, immer dasselbe mit den Zwergen. Statt die Minen, in denen er kostbare Mineralien abbauen lässt, abzuriegeln, hat er von den Goblins geschmiedete Eisengolems angeheuert. Oh, Goblins! Oh Mann, das ist widerlich. Ich wollte bloß die Minen einstürzen lassen, um die Golems und die Söldner, die sie steuern, wieder zu verscheuchen. Das ist alles. Aber deswegen hat er mich verbannt und ins Exil geschickt. Politik kann grauenvoll sein. Aber es ist noch nicht zu spät. Schließt euch mir an. Wir sorgen dafür, dass mein Onkel ins Gras beißt. Und hängen unser Mäntelchen nach dem Wind? Menno, ich habe keinen Mantel dabei. Hat einer vielleicht 2? Wenn ich König bin, gewähre ich euch sofort Zugang zum großen Amboss. Narzatok wird versuchen, euch nur zu benutzen und zu hintergehen. Du liebe Zeit, diese Zwerge sind so schlecht zueinander. Die sollten es mal mit Küsschen versuchen. Jetzt sitzen wir in einer Zwickmühle. Zwicken ist nie eine Mühe.
Wir können entweder den König verraten und uns dem Verräter anschließen, der vielleicht keiner ist, oder den Verräter, der vielleicht keiner ist, verraten und uns dem König anschließen, der vielleicht ein Verräter ist. Mein Kopf tut weh. Wir können alle umbringen, dann ist alles gut. Ha! Und wie wäre es mit einer schönen großen Party, um alle mal nett zusammenzubringen, mit Ballons und Pfannkuchen? Blada Fiesta, yippie! Der Dieb hat recht. Entweder halten wir zum legitimen König gegen den Insurgenten, oder wir vertrauen dem enthusiastischen Prinzen und bekämpfen den Renegatenmonarchen. Also das habe ich jetzt nicht alles verstanden. Ist es denn Verrat, wenn man einen Verräter verrät? Ach, verdammt, ihr seid alle so begriffsstutzig. Also Nazatok ist der König und Bratztok ist der, den wir Inventar zwischenzeitlich hatten, ne? Und wir machen jetzt einfach mal, wir machen mal Tabula Rasa hier in dem Gebäude und nehmen hier Bratztok. Tja. Der König hat ja wirklich was von einem abgedrehten Sadisten, dann ist es vielleicht am besten, sie zu befreien. Danke. Ich bin froh, dass ihr seine Täuschungen durchschaut habt. Das wird uns teuer zu stehen kommen, befürchte ich. Was meinst du mit, ich habe was gehört? Prinz, da sind wir. Du bist frei. Wir haben eine Rune der sofortigen geheimen Passage benutzt. Danke. Ich habe noch ein paar Unterstützer für unsere Sache gewonnen. Oh, sehr gut. Und eine Elfin haben sie sogar auch mitgebracht, um sie zu opfern und die Götter gnädig zu stimmen. Ja, klar. Wie bitte? Oh, der König hat gesagt, wir sollten euch Obenseitergesorgs im Auge behalten. Eure Verrätereien werdet ihr büßen. Eigentlich sagt man Verrat. Mist, gerade als wir endlich die Elfin hätten opfern können. Kümmert euch um die Schurken. Wir gehen zum Thronsaal, um den König aus dem Weg zu schaffen. Wir sehen uns dort, sobald ihr bis zu den Schultern mit ihren Eingeweiden besudelt seid. Ja, das gab auf jeden Fall schon mal ein Achievement. Ich glaube, egal welche Seite man jetzt hätte gewählt, oder gewählt hätte, so rum, hätte, glaube ich, in beiden Fällen ein Achievement gegeben. Den können wir da vorne, glaube ich, schon mal so reinpacken. Ich drehe mal das Kampfareal ein bisschen um, dass man hier ein bisschen Überblick bekommt. Ist ja furchtbar. So, sie darf da hinten in die Ecke. Hier nach vorne. Und den stellen wir doch einfach schon mal wieder da hinten hin, denn er muss dann ja auch wieder die Gruppe buffen. Ich zerschlage eure Milz! Mauer des Chaos. Naja klar, sind ja auch Chaoszwerge. Wieso hat er denn so viel Initiative? Was ist denn da los? Wie weit kann ich springen? Okay, dann müssen wir noch zwei, drei Schritte gehen hier. Wobei, wir sollten vielleicht auch erstmal buffen hier, ha? So, und dann stellen wir uns vielleicht einfach schon mal davor. Ah, Moment. Ah, jetzt verpasst ihr den guten Buff. Naja, bleiben immer noch vier übrig. Stelle ich mal ein bisschen abseits. Ich schicke eure Fetzen wieder hoch. So, jetzt brauchen wir noch den Verteidigungsbuff. Zusammenbleiben! Und dann sind wir hier schön durchgeballert. Tja. War schon mal in die Richtung. Da will ich mich hier stellen, ne? Eigentlich könnte ich erstmal da bleiben. Dann machen wir mal Blechdose. Und sie hatte jetzt zumindest mal die Möglichkeit, erstmal wieder schön zu ballern. Also auf da. Na klar, wieder die Fässer. Irgendwann Wurf. Oder hinten? Da hinten würde er, glaube ich, ganz gut reinpassen hier. Das sind gleich drei auf einmal. Und ansonsten gesellt er sich einfach mal zu den beiden da vorne. Ich mache hier Zwergenbowling. Hättest du wohl gern.
Haha, ich hab die Moves. Ja, die Blechdose ist natürlich ganz praktisch, wenn man die natürlich zuerst bufft hier. Dann Verstohlenheit. Du siehst mich nicht. Die Frage ist nur, wo gehen wir denn hin? Wir könnten natürlich erstmal hier hingehen. Dann die Todesfalle noch setzen, dass der hier nicht abhaut. Das haut uns ja nicht aus dem Stealth raus. Oh, da ist ja die Kiste weg, sehe ich gerade. Ja. Tja, dann... Die zwei? Da wird jetzt aber die Kiste auch noch zerballern. Aber die stehen ja auch daneben, die Zweige. Das könnte ja auch dann wieder passen. Ja, doof, ne? Die sind ja schlimmer als wir. Wenn man sich nicht bewegen kann. Ihr Ortpisse-Gurgler. Dem hast du's gezeigt. Ah, so. Was machen wir denn mit dem Guten jetzt da? Wäre irgendwie ganz gut, wenn ich den Zwerg da hinten buffen könnte, aber das wird wohl nicht hinhauen. Kann's ja mal probieren. Das ist ein Feld. Das ist ein blödes Feld. 72, 85, 70, 90. Hurra, Bild schön auf die Nase gefallen. So, ich glaube, wir sollten mal gucken, dass wir die Magierin und die Elfin da hinten so ein bisschen beschützen. Also erstmal Schild in die Fresse. Aber körperlich widerstanden, natürlich. Ja. Das ist jetzt egal, wir müssen da hinten mal durchmessen. Ah, guck. Können wir das schon wieder vorgehen? Dann muss ich sogar der Bade nicht mal bewegen nachher. So, die Wachsamkeitstaktik finde ich eigentlich ganz nett. Kann ich da rein? Ist da Feuer? Da ist Feuer, oder? Oder ist da nicht? Da ist kein Feuer. Das ist ja praktisch. Es gibt nichts über einen netten Kampf unter der Erde. Das Schöne ist, das kombiniert sich dann noch gut mit dem Doppelschlag dann später. Weil jetzt sind sie gestunt und in der nächsten Runde kann ich den Doppelschlag dann reinballern. Durchschlag. Kann ich das zurücknehmen? Kann ich. Müssen wir den Zwerg wohl helfen? Reicht es, um den wegzuballern? Wahrscheinlich nicht, ne? Hast du nicht kommen sehen, oder? Vergiftet, brennt. Wow. Das ist viel Schaden auf einmal. Eingefroren. Die werden sehen, aus welchem Holz ein Oberflächenzwerg geschnitzt ist.
Das macht sogar richtig gut Schaden gerade. Sollte mal einen vergiften. 96, 100, 96, 96. Ich würde mal den hier vergiften. Weil der so beim Schurken da steht. Ach komm. Und wieder einer küsst den Boden. Warum bin ich bloß nicht oben geblieben? Den Tornado. Ah, guck mal. Können wir nämlich auch hier. Okay, da werden sich jetzt aktuell erstmal zwei nicht bewegen. Aber wenn ich mich jetzt selber bewege, macht ja an sich eigentlich auch nicht wirklich viel Sinn. Ich könnte mich aber darüber bewegen und mich dann schon mal vorbereiten. Ich muss mich konzentrieren. Und hier machen wir erstmal den Kollegen weg. Bung. Haben die da einen Pokertisch da hinten? Sieht so ein bisschen so aus. Wir können es mal riskieren. Mal gucken. Feige, aber effizient. Nee, reicht nicht. Und bumm, diese Kapuze hättest du wohl gern. Wir hätten jetzt auch noch die Feuervögel. Immer schön raushauen. Was Schaden macht. Das war effektiv. So, wie siehst du denn mit Heili aus? Mit Heili. Könnten mal den Maffei-Böck noch mal reinstreuen, huh? So, die Gruppe wieder hochheilen. Glaub, ja, jetzt müssten eigentlich wieder alle hochgetoppt sein. Der war tatsächlich nicht von schlechten Eltern. Noch ein Crit. Ja, was ist denn da los? Man glaubt's ja kaum. So, die Gute kann ja wenigstens auch über eine lange Distanz schießen. Ja, könnte sie. Macht sie auch, aber sie trifft halt nicht. Wieder die Krähenfüßchen. Immer ein bisschen Schaden, dann kann er auch nicht mehr laufen. Und was passiert eigentlich, wenn ich den jetzt versuche zu bewegen? Das würde ja eigentlich, da dürfte ja nichts passieren. Aber wir machen das Mörderkaninchen. Schafft ihr das, dahinter zu springen? Könnte er noch schaffen, hm?
zur Belohnung und niedergestreckt. Ich mag es, wenn alles nach Plan läuft. Ich auch. Ausrüstungsgeschirr der Wildnis. Renommierte Armbrust des gelöcherten Käses. Skellos-Dolche der Opferung. Ultimative Ventilstiefel. Alles mitnehmen. Und heilen brauchen wir eigentlich auch nicht. Gut, wir haben sie alle erwischt. Brastok und seine Männer sind fort. Eine sofortige geheime Passage? Das muss eine Art magische, dehydratisierte Pulverpräparation gewesen sein. Wie praktisch. Ja, vor allem, wenn man ohne Zauberer oder Dieb ist. Sie gehen zum Thronsaal. Drei Pappköpfe und ihre rostigen Äxte. Die Golems werden sie in Stücke reißen. Wenn Brastok verliert, verlieren wir unseren Zugang zum Amboss. Vorwärts zum Thronsaal! Er sagt, wir können den einen benutzen, um den anderen zu schlagen. Warum nicht, solange wir dadurch zum Amboss gelangen? Vorwärts zum Thronsaal! Ja, Tempo, Tempo, sagen sie. Aber da hinten ist eine Kiste, sehe ich gerade. Und den Schalter habe ich ja vorhin auch schon gesehen. Ich werde die Öffnung überwachen. Erste Hilfekasten und die fünfte Buchseite. Sonst hatten wir die auch. Dann könnten wir das nämlich auch noch abgeben. Auf dem Weg zurück. Was ist da noch drin? Okay. Den auch. Moment, da ist. Was ist da? Das ist ein Tierchen, oder? Ein Huhn. Ach so, ein Huhn. Ich hab's jetzt erstmal nicht. Das Huhn, das möchte nicht raus. Das Huhn fühlt sich wohl. Ich habe ja schon eine Ahnung, was passiert. Deswegen, wir machen jetzt erst nochmal Ausrüstrunde. Wenn es stinkt, müssen es meine Stiefel sein. Was hätten wir denn da? Schutz? Ne, das ist schon mal nicht so gut. Hoppla. Ausrüstgeschirr der Wildnis, das ist auch nicht gut. Habe ich nicht waffentechnisch? Genau, die durch, ja? Eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. Die können was. Danke. Ist das für mich? Wirklich? 28, 32, aber keine Trefferchance. Nee. Nicht interessant. Und dann sind wir auch schon, ja, durch. Da ich jetzt davon ausgehe, stark davon ausgehe, dass wenn wir jetzt wieder zum Thronsaal zurückkehren und nochmal, auf ein Stell dich ein beim König vertreten, dass wir dann die Huke voll bekommen, machen wir an der Stelle mal eine kleine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann gibt es vermutlich auch schon den nächsten Kampf. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.